Eine Geburtstagsfeier mal ganz anders. Es war einmal eine Familie. In dieser Familie lebten Mama Claudia, Papa Edgar, Sohn Erik, Tochter Lena und der jüngste Sohn Günther. Es war Freitag, der 17. August. An diesem Tag hatten Erik, Lena und Günther Geburtstag. Jede der drei Kinder hat einen seiner besten Freunde eingeladen. Am Abend kam Lenas beste Freundin Lisa. Kurz danach kam Eriks bester Freund Felix. Als letztes kam der beste Freund von Günther, Manfred. Lena hat für Lisa Essstäbchen gekauft, denn Lisa ist eine Japanerin. Eriks Freund Felix ist Russe und isst mit Messer, Gabel und Löffel. Günthers bester Freund Manfred ist Franzose und isst häufig mit Messer und Gabel. Jeder der drei Kinder bestellt unterschiedliches Essen. Lisa und Lena essen japanisch. Erik und Felix essen russisch. Günther und Manfred essen französisch. Am Ende gibt es ein Eis. Die drei Kinder haben gelernt, dass es auch andere Essmöglichkeiten auf der Welt gibt.